verhaftet wurde. Diesmal mussten Patienten zur Lymphklinik an der Mr. Jensen, keine Ahnung, warum ich Sie erst nicht erkannt habe. Sind Sie hier, um Ihren Verrat perfekt zu machen? Verrat? Sie lügen, stehlen, morden, manipulieren und betrügen tagtäglich. Dass ausgerechnet Sie von Verrat sprechen, ist absurd. Ihr kleiner Ausbruch ist sehr amüsant, Mr. Jensen. Ich hatte nicht vor, Sie zu beleidigen. Wie auch immer, ich bin hier, um Sie zu verhaften. Ich rate Ihnen, keinen Widerstand zu leisten. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Mr. Jensen. Aber ich mache Ihnen ein anderes Angebot. Ich höre. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Sie haben Ihre Karten gut gespielt und das kann ich respektieren. Das heißt aber nicht, dass ich mich geschlagen gebe. Ich wäre bereit, Ihnen eine beträchtliche Summe für meine Freiheit zu überlassen. Kein Interesse. Das Spiel ist aus. Sie sind am Ende. Das werden wir ja sehen. Vor die Generalversammlung zu treten, um dort eine gemeinsame Basis zu finden. Sollte es je zu einem... Bis jetzt hat Mr. Darrow alle unsere Anfragen für ein Interview abgelehnt. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Und? Was ist passiert? Er wirkte müde und war ziemlich mürrisch. Jetzt schläft er. Sie müssen nur noch reingehen und ihm Handschellen anlegen. Sie hatten schon immer Stil, Jensen. Ich hab's zwar schon ein paar Mal gesagt, aber danke. Sie haben heute wirklich etwas Gutes getan. Es war mir eine Freude, wieder mit Ihnen zu arbeiten. Wie in alten Zeiten, was? Viel Glück bei... naja... woran ihr knackiger Arsch zurzeit eben gerade arbeitet. Womit kann ich dir helfen? Erzähl deinen Freunden von mir, aber nicht den Cops.
dann wenn wir die Verbindung kappen. Bei den geringsten verdächtigen Schwankungen des Signals müssen wir euch den Saft abdrehen. Die Weltordnung und ihr Team von Profi-Hackern könnten versuchen, uns aufzuspüren. Deshalb müssen wir für jeden neuen Zugriff eine geheime Hochzeit erstellen, die wir nach Ende des Anrufs wieder löschen. Ich sitze hier ganz allein mit meinem Technik. Zugriff gewährt. In einem Sklavenstaat zu leben. Ihr könnt darauf wetten, dass sie weiterhin versuchen werden, uns abzuschalten. Aber ich werde nicht aufgeben, Leute. Ich höre erst auf, wenn eine Revolution... Zugriff gewährt.
Das ist alles, was ich habe. Ich bin ein Freund von Greg Thorpe. Wirklich? Okay. Ich gebe Ihnen Eierkopfrabatt. Okay, das war's. Woche die Genehmigung erhalten, sich dort zu versammeln.